Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserem neuronalen Netz, das Passwörter generiert, und zwar menschliche Passwörter generiert, damit wir, ja, wir lernen sozusagen aus einer Wordlist die Struktur und wollen dann selber Passwörter generieren. Wir wollen uns heute mal angucken, wie schnell das Netz eigentlich relativ gute Passwörter generiert, und ja, das wollen wir uns einfach mal ein bisschen angucken. Okay, wir schreiben uns hier einfach eine Sample-Funktion mal hin, das heißt, wir machen hier ein Sample rein. Und das ist eigentlich auch ganz normal. Wir generieren uns quasi aus etwas, machen wir irgendwas anderes. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal, ja, wir brauchen eigentlich auch nicht wirklich Parameter dafür. Wir bauen uns jetzt sozusagen erstmal unseren Input. Wobei, Input-Tensor wollte ich eigentlich nicht schreiben. Wir nennen es einfach mal Input. Und dann bauen wir uns, also wir müssen den allerersten Buchstaben sozusagen erstmal vordefinieren, denn wir brauchen ja hier, damit wir es irgendwie ausführen können, brauchen wir ja irgendeinen Input, also einen Buchstaben, mit dem unser Passwort anfängt. Und das heißt, was wir jetzt hier machen wollen, ist erstmal, wir brauchen irgendeinen zufälligen Anfang, also sagen wir Variable aus, naja, aus was, Input to. Nein, wie habe ich es denn genannt? Lasst mich mal kurz gucken. Wir haben es, glaube ich, Passwort-to-Tensor genannt. Ja, wir haben es Passwort-to-Tensor genannt. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Passwort-to-Tensor. Passwort-to-Tensor. Okay. Und hier setzen wir jetzt einfach einen zufälligen Buchstaben rein. Zum Beispiel A. Oder kleines a. Genau. So wollen wir jetzt sozusagen ein Passwort mit A am Anfang generieren. Und dazu sagen wir natürlich auch erstmal hidden ist gleich... nicht self.model.initHidden.initHidden. Und jetzt können wir sozusagen hier durchlaufen. Das heißt, wir wollen hier erstmal den Output haben. Output ist gleich. So, mit was fangen wir an? Naja, wir fangen an mit einem A. Und dann hängen wir immer was hinten dran. Und das machen wir jetzt for i in range. So, wie lang soll unser Passwort maximal sein? Ich würde mal sagen, so 15 Zeichen ist schon Maximum erstmal. Aber wir können ja auch früher, also es kann auch sein, dass unser Model hier sagt, halt stopp, ich bin früher am Ende. Das heißt, das ist wirklich nur das Maximum, was man haben kann. Man kann hier auch 150 Zeichen machen, also das ist absolut kein Problem. Ich nehme jetzt hier einfach mal die 15. So, dann sagen wir jetzt hier out und, achso, natürlich, wir bekommen auch die Hiddens noch zurück. Out und hidden ist gleich, naja, unser Model Punkt forward. Ah, halt stopp, Quatsch, nicht forward. Model, und wir rufen darauf natürlich einfach direkt die forward auf, indem wir hier den Input reinstecken. Input, habe ich gesagt. Und natürlich an der Stelle 0. Das heißt, wir brauchen hier, also wir haben jetzt das ganze A als Passwort sozusagen generiert. Das heißt, wir haben aber drei Dimensionen. Wir müssen jetzt hier die vorderste Batch-Dimension, weil wir nur einen Buchstaben hier haben, müssen wir einfach wegschneiden. Haben wir übrigens auch gemacht, als wir es normal ausgeführt haben. Und wir müssen natürlich noch die Hidden reinstecken. So, also Input von 0 und die Hiddens müssen da rein. So, jetzt müssen wir aber auch gleichzeitig wieder die Daten dekodieren. Und wie machen wir das? Naja, wir brauchen, also wir bekommen zwei Werte zurück. V brauchen wir nicht, und jetzt das I, das brauchen wir. Kommen beide aus Output, halt, ich habe es nur Out genannt, sorry. Out.data.topcar. Und wir wollen die erste Dimension wieder mal haben. So, jetzt brauchen wir, hier. I ist gleich, also wir überschreiben das jetzt quasi, weil, ja, macht halt keinen Sinn, wenn man das fünfmal hat. I von 0 und wieder von 0, damit wir halt auch wirklich den Output sozusagen von dem letzten, von der letzten Schicht und allem haben. Dann sagen wir hier, if i gleich Letters Number minus 1. Ihr erinnert euch, Letters Number minus 1. Was war das? Naja, das war unser End of Sentence. Das heißt, hier ist unser Passwort fertig. Ansonsten machen wir natürlich noch weiter. Und das heißt, wir verlängern unseren Output, also unseren richtigen Output jetzt dieses Mal, um tatsächlich diesen Buchstaben, den wir aus Letters an der Stelle i bekommen. Das steht sozusagen in i jetzt drin. Und jetzt haben wir es verlängert, jetzt können wir weitermachen. Was müssen wir weitermachen? Naja, wir müssen unseren neuen Input noch generieren. Das heißt, Input ist gleich... Doch, ich habe es Input genannt tatsächlich, wunderbar. Und zwar wollen wir jetzt eine Variable generieren aus, naja, aus was wohl? Aus unserem Passwort to Tensor. So, und hier muss jetzt unser
unser Buchstabe wieder mal rein. Das heißt, wir wollen auch Letters von I wieder da drin haben. Okay, wunderbar. Und wenn wir hier fertig sind, wenn wir das quasi gemacht haben, bis entweder hier ein End of Sentence kommt oder aber bis wir komplett durch diese 15 durch sind, also länger als 15 Zeichen erlauben, wenn nicht ein Passwort, dann sagen wir, wir wollen diesen ganzen Output zurückgeben. Und ja, jetzt können wir tatsächlich endlich mal anfangen, indem wir hier einfach ein Sample erstellen. Und ich mache das jetzt mal vor dem Training. Das wollen wir printen. Sample. Doppelpunkt. So, und ja, jetzt können wir hier einfach hergehen und können hier ein neues Sample generieren, wie zum Beispiel, also über Sample. Und dasselbe machen wir mal nach unserem Training. Und dann schauen wir uns einfach mal an. Also es ist beides mal jetzt ein Passwort, was mit A anfängt. Das muss man natürlich hier austauschen, wenn man irgendwas anderes haben möchte. Ihr könnt das Ganze auch als Parameter hier in Sample einfach übergeben. Was wir vielleicht auch noch machen wollen. Wir wollen uns jetzt aber mal angucken, wie sieht ein Sample vorher und nachher aus? Lernt unser Netz vielleicht was Sinnvolles? So, am Anfang haben wir hier ein ACC. Und ja, jetzt lassen wir es erstmal trainieren. Ich pausiere euch mal. Und unser neues Passwort hier ist Anan. Okay, das ist vielleicht immer noch kein richtig gutes Passwort, aber wir haben jetzt hier auch mit einem kleinen Buchstaben angefangen. Viele Passwörter fangen mit einem großen Buchstaben an. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal ein, lass mich random tippen, ein F rein. Okay, ein F. Und ja, ich finde das irgendwie eine ziemlich coole Sache. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Wir sollten es wirklich hier als Parameter reinstecken, aber das machen wir dann. Das dürft ihr dann machen. Okay. Also, wir haben jetzt hier ein Fee, L9VV, L9V, okay, interessant. Also, wir haben hier auch irgendwelche Schleifen drin und ja, ihr seht, das Training geht hier wirklich sehr, sehr schnell. Also, wir haben auch wirklich nicht lange hier trainiert. Das sind wirklich nur über 10.000 Passwörter. Ihr solltet das wirklich deutlich länger trainieren lassen, wenn ihr hier irgendwie was richtig Gutes haben wollt. Also, so vielleicht 100, vielleicht auch eine Million Mal trainieren lassen, es geht ja relativ schnell. Oder auch ein paar mehr Hidden Neuronen oder sowas, solche Sachen könnte man sich überlegen. Oder wie gesagt, mehr Aktivierungsfunktionen. Ja, das wären alles gute Ideen, glaube ich. Okay, und ja, ich pausiere euch mal wieder. So, und jetzt haben wir hier schon ein Fae-Passwort gekriegt, also F-A-A-E-E. Ihr seht, dass so die Passwortlänge im Durchschnitt offensichtlich so 5 sein sollte. Das heißt, das haben wir schon mal gelernt. Und wir haben eigentlich auch ein gar nicht so schlechtes Passwort. Also wenn ich mir das von vorher mal angucke, was einfach wirklich sehr, sehr random war, was einfach irgendwas ausgegeben hat. Und das hier ist schon eher menschlich zumindest und das nach so kurzer Trainingszeit. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Anfang. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Verbessern und verarbeiten oder mehr trainieren oder whatever ihr machen wollt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ihr dürft mir ganz gerne einfach mal euren Code unten drunter posten oder sowas, wenn ihr Lust drauf habt, oder mir schreiben, was ihr für Passwörter habt. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.